Hallo an alle, die hier zuschauen. Heute bastle ich einen Adventskranz. Und zwar aus einer Sache, die ich irgendwie nicht wegschmeißen konnte, weil ich die schick fand. Naja, schick ist sie nicht wirklich, aber da lässt sich was draus machen, dachte ich mir. Und zwar solche Kisten aus Holz, in denen man jetzt um diese Jahreszeit so Orangen zu kaufen kriegt. Manchmal gibt es die auch von Brot. Das Brot war nicht so lecker, aber die Kiste finde ich toll. Und das wird jetzt die Deko für diesen Adventskranz. Als Grundlage für den Adventskranz nutze ich so einen Rohling. Den kann man sich kaufen. Man kann den sich aber auch ziemlich problemlos selbst bauen. Dieser ist aus Zeitungspapier umwickelt mit Stoff. Falls ihr wissen wollt, wie man sich sowas ganz einfach zu Hause selbst baut, improvisiert, dann könnt ihr da oben in dem Video gucken. Da verlinke ich euch das. Da habe ich das nämlich im vorigen Jahr schon mal erklärt. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Adventskranz für dieses Jahr. Diese kleine Holzschale baue ich jetzt erstmal auseinander. Die ist nur einfach genäht mit so zwei Stichen. Und das kann man ganz einfach mit einem Cuttermesser aufschneiden. Und aus diesen dünnen Holzstückchen möchte ich jetzt Blütenblätter ausschneiden. So für Weihnachtssterne. Wenn ich das jetzt einfach probieren würde mit einer Schere, würde das nicht funktionieren. Das Holz würde springen. Gibt aber einen Trick, wie das gut klappt. Und zwar, wenn man das Holz vorher in warmes Wasser einweicht. Und weil ich gerne rosane Weihnachtssterne haben würde, gebe ich in das Wasser ein paar Tropfen Ostereierfarbe. Und wer jetzt zu Weihnachten keine Ostereierfarbe zur Hand hat, wenn man die Schalen von einer roten Zwiebel auskocht, gibt das auch einen prima Rotton. Und das Holz wird jetzt einfach in dieses warme, gefärbte Wasser reingelegt. Das muss jetzt auch gar nicht lange in dem Wasser drin liegen. Durch die Feuchtigkeit und die Wärme quellen die Holzfasern ziemlich schnell auf und es wird ganz biegsam. Und schon lässt sich das Holz wie Papier ganz einfach mit einer Schere schneiden. Da kann man jetzt alles Mögliche draus schneiden. Ich habe mich dazu entschieden, hier so kleine Blütenblätter draus zu machen, aus denen ich nachher einen Weihnachtsstern bastle. Und ich möchte, dass meine Blütenblätter nach dem Trocknen nicht gerade sind, sondern sich so ein bisschen wellen, damit es ein bisschen echter aussieht. Und deshalb trockne ich die Blütenblätter rund. Dazu wickle ich die einfach auf ein kleines Glas und fixiere die mit einem Gummi. Und dann müssen die Blüten noch so ungefähr 20 Minuten an einem warmen Ort trocknen. Und wenn die Blütenblätter dann trocken sind, sehen die so aus. Und bevor ich jetzt die Blüten draufklebe, setze ich noch die Kerzenteller auf. Und jetzt klebe ich die Blütenblätter einfach nur noch auf. Ich verwende dazu Heißkleber. Bastelleim tut es aber genauso. Heißkleber geht eben nur schneller. Und zum Aufkleben ordne ich mir die Blütenblätter jetzt an wie so ein Adventsstern. Außen ein paar große und in die Mitte kommen ein paar kleinere. Fertig geklebt. Und jetzt möchte ich gern hier in die Mitte, guck mal her, also hier noch kleine Blütenstempel reinsetzen. Und die mache ich jetzt aus rosa Pfeffer. Und die Pfefferkörner befestige ich jetzt einfach mit einem Klecks Heißkleber in der Mitte der Blüte. Und zu dem ganzen Rosa gibt es jetzt noch ein bisschen Grün, und zwar dieses Jahr bei mir Sicheltanne. Aus den einzelnen Zweigen mache ich kleine Sträußchen, die fixiere ich unten mit Draht. Und dann klebe ich die in die Lücken auf den Adventskranz.
fehlen nur noch Kerzen.